Ich war auch schon an einem Moderationsjob und fast kollabiert. Ich habe es dann einfach, das habe ich dann einfach ausgehalten. Ich habe ein Schmerzmittel gegessen hinter der Bühne und bin dann führen und habe gemacht, grüezi miteinander. Und innerlich bin ich aber zweimal gestorben. Mein Leben ist sehr ungewiss, aber ich weiss, ich habe meine Tage und es wird garantiert wehtun. Ich habe Endometriose. Das sind so krasse Schmerzen, das hält man wirklich nicht aus. Es ist so, als hätte ich 45 Messer in meinem Unterleib und die werden bewegt durch irgendeine Kraft. Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht liegen, ich schwitze einfach und brülle und denke mir so, what the actual fuck läuft eigentlich in meinem Körper? Es war für mich recht eine schockierende Botschaft, dass Endometriose nicht nur bedeutet, dass ich extreme Schmerzen habe, sondern dass ich eventuell kein Kind bekommen kann. Es heisst nicht, dass wenn man Endometriose hat, dass man kein Kind bekommen kann, sondern dass es eventuell schwieriger ist. Die Frauenärztin, die sie mir das so gesagt hat, habe ich so gedacht, okay, interesting. Ich habe mich gar nicht mit dem auseinandersetzen. Aber ich habe mich ja befassen mit dem Thema und dann habe ich aber innerlich gespürt, dass das eine Frage ist, die tatsächlich noch nicht jetzt beantwortet werden muss. Und wenn ich kein Kind bekommen kann, dann ist das so. Und wenn ich dann ein Kind bekommen kann, dann ist es auch so. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Thema, das viel mehr Leute kennen müssen. Es ist wichtig, dass man weiss, dass das nicht einfach normale Tage sind. Ich bin auch schon im Spital gelandet, wo ich die Diagnose noch nicht hatte. Und nachher ist mir einfach der Blinddarm operiert worden, weil sie gedacht haben, ah, höhere Entzündungswert, ah, es tut ihr weh, wenn man ihr auf den Bauch langt, ah, wahrscheinlich ist der Blinddarm. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich Endometriose habe. Und die Ärzte sind auch nicht drauf gekommen. Darum haben sie das Naheliegendste genommen und mir den Blinddarm operiert. Ich merke mich eigentlich sonst nie krank. Ich quäle mich halt zum Job, weil das einfach auch bei uns auch eingebrannt ist. Weil wir sind Frauen, wir haben unsere Tage, wegen der Tage bleibt man nicht daheim. Und das ist so fest auch in mir drin. Also früher bin ich auch schon fast kollabiert während einem Dreh und dann nicht mehr weiter drehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe Migräne, weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, dass ich Periode habe. Für die Leute, die noch nie so eine Schmerzsituation hatten, ist es eh schwierig, das nachvollziehen. Und darum habe ich einfach gesagt, ja, ich habe Migräne. Und das checken die Leute, können die Leute nachvollziehen und haben mega feste Empathie. Wenn man mich jetzt fragt, ob ich hässig bin, dass ich Endometriose habe, würde ich jetzt sagen, nein. Aber wenn ich dann jetzt wieder meine Tage bekomme, dann bin ich einfach hässig, weil ich so finde, wieso habe ich das? Wieso ich? Wenn ich mir vorstelle, was ich alles in meinem Leben schon erreicht habe, mit fucking PMS, mit Endometriose, mit Schmerzen from hell, wenn ich das alles nicht hätte, wenn ich wie ein Mann einfach normal leben würde, ich wäre Präsidentin von fucking Schweiz.